Was war deine schlimmste Stand-up-Erfahrung? Ich glaube, meine schlimmste Stand-up-Erfahrung war, als ich mal in einem Raucherraum in einem Tanzclub auftreten sollte und die Leute gar keinen Bock hatten jetzt auf Beschallung und dann einfach rausgegangen sind aus dem Raucherraum, um zu rauchen. Und ich war alleine in einem Raucherraum und habe Witze erzählt und das ist ein bisschen traurig.